turn around, and around, yeah. Turn around, turn around. Bilder präsentiert von und mit Instagram. Ah. Und müsst dann raten, was könnten die für Follower haben? Ich glaube, ich bin ganz nah dran. Das ist schon ziemlich nah dran. Ja. Das ist so wenig, glaube ich. Meinst du nicht? Das ist so wenig. So ungefähr. Also so kann man sich auf jeden Fall verschätzen, ne? Es sind 2,7 Millionen. Der Typ hat so viel Geld, wie ich Haare habe. Genau. So, und was ist jetzt? Was kriege ich jetzt, was ich hier mitgemacht habe? Leider nicht hier. Vielen Dank. Dankeschön. Für diese geile Mucke. Volles Programm. Vielen herzlichen Dank schon mal. Frankie B. Endlich mal richtig schön Disco Fox, oder? Das war geil. Das war spitze, echt. Genau sowas braucht man. Und komm mal her, mal Alter, warte, ich habe meine. Ich weiß, du bist durch. Von oben. Ich bin durch. Also Leute, als erstes mal, also ich hatte Corona, ich bin nicht mehr dabei, also... Das trifft sich gut? Alles ist gut. Ich bin durchgeimpft. Ja, siehst du, dann passt das ja heute. Dann dürfen wir ja so ganz offiziell mal dichter als ein Meter, ne? Einmal drücken. Seht ihr? Du bist richtig nass. Ich bin und riech gut dabei, ne? Ja, das riecht so ein bisschen nach Waldfrucht, geil. Waldfrucht? Meine Frau hat mich geimpft. Ja, großartig. So, pass auf, Frankie, auch du darfst natürlich, guck mal, ich habe hier so ein kleines Becherchen. Da sind noch 3 Lose drin, du darfst jetzt... Drei, genau. Drei. Ich vertraue dir jetzt, dass du das Richtige gezogen hast, weil ich würde... Ich habe freie Auswahl. Du hast freie Auswahl. Ich wünsche mir ein Spiel. Ich wünsche mir ein Spiel und ich hoffe, das geht in Erfüllung. Also ich habe ja Zucker, ich kann das nicht lesen. Du hast Zucker? Nee, das ist auch verkehrt rum. Du musst es andersrum. Genau. So, andersrum war doch richtig. Ach so. Nee, doch nicht, andersrum. Ach, so. Ja doch. Instagram. Alter. Auch schön. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich bin gar nicht Multimedia-Session-mäßig. Das brauchst du gar nicht. Das wird sich alles von selber regeln. Ich weiß, die Jungs haben natürlich die Spiele ausgesucht, die sie am besten können. Sag mal ehrlich, warte, komme ich da in Schwitzen? Nein, überhaupt nicht. Okay, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Du musst nur so, das sind so kleine Schätzfragen, wenn ich einfach mal sagen, so Schätzaufgaben. Ich kann mal so viel verraten, du musst, oder ihr alle, natürlich auch der Tom und Dani von Rambazamba, ihr müsst, ihr kriegt Bilder präsentiert von und mit Instagram. Ah. Und müsst dann raten, was könnten die für Follower haben? Oh. Ja. Oh. Also dabei, die beiden sind ja wirklich so Instagram-mäßig unterwegs. Also die haben da so ihre eigenen Schlüpfer schon da drin stehen. Ich weiß. Ich habe keine Ahnung davon. Die verstecken sie auch, das weiß ich. Das ist es ja. Guck mal, er pustet schon. Guck mal. Ja. Hat die letzten Haare vom Bauch weggezogen. Und den Restmüll aus dem Stuhl, das verkloppen die auch immer. Paketweise, habe ich letztes Mal gesehen. UPS vorgefahren. Genau. Was wollt ihr haben? 5 Kilo Bauschutt, Rambazamba, geil. Kostet nur 150. Aber weißt du was, wir lassen die mal quatschen. Lass die mal, komm, Wir geben ab und treffen uns gleich hinten natürlich beim nächsten Spiel. Bis gleich. So, Kinder, da sind wir natürlich hinten aus der Spielerhölle Hochburg, so will ich es einfach mal nennen. Rambazamba in Konzert und Frankie B. ist jetzt an der Reihe. Moinsen. Ja, Moinsen, genau. Und kämpft jetzt an, und zwar gegen die beiden Jungs, gegen Tom und Dani von Rambazamba. Wir haben es schon gesagt, Instagram. Und ihr habt jetzt folgende Aufgabe. Wir zeigen euch jetzt, ich sehe das natürlich vorne auch, wir zeigen euch ein Instagram-Profil und ihr müsst jetzt schätzen, was denkt ihr? Wie viel Follower? Ich die Partei sehe nicht viel. Die Partei, gerade hier, CDU. Die Was Partei? Denkt ihr? Ehrlich? Ja, ja, die Partei. Ich bin auch ganz ehrlich, ne? Ja. Ganz ehrlich, genau. Warte. Also uns unterziehen wäre schlecht. Aber warte mal, wir müssen mal absprechen hier. Hä? Schreib mal eine Zahl auf. Das ist gut. Also ich glaube, ich bin ganz nah dran. Das ist schon ziemlich nah dran. Ich denke auch. Ja. Nicht, mehr nicht? Würde ich nicht sagen. Scheiß Partei. Ich würde da noch 0 ranhängen. Was? Keine Schleichwerbung. Ja, guck mal, wie viel. Ja, ich bin da raus. Also, ich würde jetzt sagen. Also ich bin auch absolut unpolitisch, aber da bin ich bestimmt ganz dicht bei. Wer dichter dran ist, oder was? Hast du schon genau, deine Zahl? Wer dichter dran ist, genau. Wer dichter dran ist? Frankie, du übrigens noch mal ganz kurz, schreib mal was anderes hin. Also ich glaube, nee, ich will das gar nicht. Ich, das ist auch keine Ironie oder so. Gut, warte mal, dann lass uns mal anfangen mit Daniel und Tom. Was denkt ihr, was Follower, Instagram? Sollen wir unsere Zahl sagen? Ja, sag mal. 1430. Könnt ihr das mal in die Kamera halten? Hätte ich größer schreiben müssen, ne? Wie viel hast du drauf? 1430. Nee. Ich mach nur die Nullen hinter. Ach so. Ja, genau. Also, wie gesagt, ich bin absolut unpolitisch, habe keine Ahnung davon, auch ich sag nur ein. Also wirklich ein. Mehr können die gar nicht haben. Ehrlich? Hör mal zu, die wollen mit den Grünen zusammenarbeiten. Das geht nicht. Richtig. Ein. Also ganz ehrlich, ein. Wir meinten vor dem Zusammenschluss, nicht nach dem Zusammenschluss. Ach so. Ja, vor dem Zusammenschluss. Okay, also ein. Okay. Ein, also echt ein. Wir klären es mal auf an die Regie und hier kommt das Ergebnis. Die CDU hat Follower auf Instagram von
90.500 Follower. Was? Wow. Also ganz ehrlich, weißt du was? Also das war ganz knapp. Wir machen bald die Frankie Bieber Partei. Öffnet alle Diskotheken, das ist mein Motto. Und ich glaube, ich habe mehr Follower an einem Tag. Ich bin sofort dabei. Wow. Also ich würde sagen, 1-0 für Rambazamba. Aber gut, das ist gleich Geschichte. Das ist dasselbe, ne? Das war nur zum Aufwärmen. Pass auf, jetzt kommt's. Irgendwelche Nacktbilder, oder? Ich weiß nicht. Fotos. Ach, oh, du Scheiße. Ja, geil. V-Blog, erste fahren. Ja, das ist gar nicht so schwer. Das ist ja... V-Blog. Okay. Da muss ich den Zettel auch drehen. Das ist für dich, ne, Frankie? Jungs, da muss ich den Zettel drehen. Nein, guck mal, das ist eine... Ihr seid dran. Komm. Mit ein bisschen Glück kann man schon ein bisschen was ablenken davon. Das ist also 12.520 und 6 Beiträge. Ist das 120? Nee. Ist das 12.000? Ist aber immer die zweite Zahl. Ist 9, das eine 9? 520? 5, alles klar. Ja, ich habe so einen Zettel, das wackelt so ohne Tisch. Ich bin ja eigentlich Analphabet. Ja. So, haben wir? Deswegen fragen wir ja. Das sieht gut aus. Ja. Okay. So, Daniel und Tom, ihr fangt wieder an. 120.000. Frankie? 350.000. Das wird eng. Jetzt müsst ihr natürlich mal mit dem Taschenrechner durch die Gegend rühren, weil es sind insgesamt ganz genau 203.000. 203.000. Ja, da sind die ein bisschen dichter. Ne? Seid ihr dichter dran, oder? Ja, da sind sie dichter dran. Okay. Aber ich bin auch schon ganz dicht dran. Ne? Und 120.000 und hier 350.000. Das war ein spannendes Bild. Punkt 2 für Rambazamba. Schade, weil ich bin nämlich Fan von den Jungs. Ja, Ghost Stories und so, kann ich nur sagen. Das hat man deiner Zahl gemerkt. Alles gut, da kommen die auf alle Fälle noch hin. Spätestens morgen. Jetzt hat Frankie, wie immer ist mein Titel. Ein vorgelegt. Ja, da können nicht viele sein. Machen wir das Nächste. Nimm mal Nana Muscuri. Kennt ihr nicht, ne? So, dann gucken wir mal. Doch. Event Drop. Das ist jetzt auch ganz schön gemein. Das ist gut. Also ich finde es gut, weil ich kann mir das gut vorstellen. Ja, es ist... Ja. 630 oder so? Würde ich sagen, ja, 670. Irgendwas hatte ich mal gesehen. Das ist schon ordentlich. Irgendwas habe ich mal gesehen letztens. Hast du gesehen, ne? Ja. Jetzt hast du laut geredet. Das, ja. Nicht abgucken. Ich guck nicht. Ich bin schon fertig. Ja, also ich bin... Ich kann das nur einschätzen, muss ich ehrlich sein. Wir haben fertig. Ihr habt fertig. Sie haben fertig. Und zeigt uns mal, Ramazama, die beiden Jungs. Was sagt ihr? 670. 670. 800. Also Minimum. Frankie B sagt 800 und es sind 949. Dankeschön. Jawohl, ja. Dankeschön. Haben wir die 0 verdreht. Die 6 meine ich. Er hat die 6 verdreht. Ja. So, damit steht es 2-1 für Rambazamba. Justin Bieber. Ist das offizielle Jahr, ne? Nimm nochmal Mila. Ja, alles gut. Oh, Alter, so, ihr zu Hause am Twitch, natürlich Twitch TV, ihr könnt auch mal mitraten. Was denkt ihr denn? Guck mal hier, allein schon die Beiträge, ne? 6.370. Ja. Das ist natürlich eine ganze Menge. Ich meine, der Typ ist ja echt eine Größe, ne? Das macht so Rambazamba in einer Woche, wenn die richtig gut rausfinden. Ist das die echte Seite? Eine Million? Ist das die echte Seite? Ja, die echte Seite. Okay. Wow. Dann weiß man eigentlich schon, wo das hingeht, die Reise, ne? Oder? Also eigentlich ja. Scheiße. Nee. Weltstar. Das Billion? Richtig. Das ist viel, ne? Also, damit wir bei der Richtigkeit sind, ich möchte das jetzt nicht aufschreiben, ich sag's dir mal. So, ich hab mein Voting abgegeben als Zeuge. Ja, wie viel? Okay, ich hab das Voting auch wahrgenommen. Und da bin ich auch nur bei mindestens angekommen. Ja. Das ist so wenig, glaube ich. Meinst nicht? Das ist so wenig. So ungefähr, ja. Ach so, ja doch. Ich hab's ergeben, er hat mir ins Ohr geflüstert, ins Ohr gehaucht. Okay. Ich hoffe, das gilt auch, wenn wir das sagen. Oder willst du es lieber aufschreiben, dann ist es ganz offiziell. Ich dass ja, genau, dann fängst du also auf. Mindestens 500.000. Mindestens 500.000. Lieber mehr. Wie viel mehr? Ist die Frage, wie viel mehr? Groß mehr, wirklich. Okay, dann mache ich 580.000. Frankie B., 580.000. Die Jungs, was sagt ihr? 5 Milliarden. 5 Milliarden. Das sind ja Lichtjahre am Ziel vorbei. Alter Schwede. 5 Milliarden ist ein bisschen viel, glaube ich. Ja? Klein wenig. Was sagt die Regie? Also Justin Bieber hat 3 Follower weniger als ich. Und das sind
174 Millionen. 174 Millionen. Ja. Also Millionen, ganz ehrlich, Millionen war ich auch gewesen. Aber hier Milliarden. Aber gut, ich bin dann nächstes dran, ne? Ja, ja, hey, genau. Thomas hat zu mir gesagt, also ich hab gerade siebenstellig, hab ich gedacht. Siebenstellig. Hätte ich auch getippt, ganz ehrlich. Wahnsinn. Da kostet bei dem Typen bestimmt ein Tattoo. Wir sind doch ein Tattoo, so wie mein ganzer Körper. So, Kinder, 2-2. Oha. 2-2. Nächste Bild. Hier kommt für euch. Oha. Die alte Junge. Ist das nicht diese Hip-Hop-Tante? Ja, klar, die ist nackig über der Straße. Können wir auch Telefon-Joker nehmen? Ich kenne da jemanden. Der Lolli ist gut, oder? Ich kenne auch einen, der die feiert. Der weiß genau die Beiträge. Ist ja nicht so viel, aber naja. Weiß ich nicht. Kann ich mir nichts vorstellen. Also... Weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, da ist nicht viel. Also wer schon mal so scheiße aussieht, Entschuldigung. Ja, vertraue ich in dir. In mir? Ja. Also die sieht erst dann gut aus, wenn sie bei meiner Frau beim Nageln war. Das haben wir jetzt alle nicht verstanden, aber das ist egal. Ja. Könnte man auch schon im dreistelligen Bereich. Im Nagelstudio. Irgendwann machen wir mal Werbung hier bei Soundkonzept für meine Frau im Laden. Ja, das auf jeden Fall. So werden wir das tun. Ja, ich. Okay. Also, nee. Ja, gut. Ja, okay. Überlegt, was könnte es sein? Was vermutet ihr? Was denkt ihr? Also, ich bin durch. Irgendwas. Okay, du bist durch. Ich Zahl habe ich gesehen. Wunderbar. Wir machen wieder dann einen Wechsel. Ja, sag was. Also ja, lieber gut genagelt 100. Als schlecht gevögelt, ne? Was hast du gesagt? Ich war das gar nicht. 130. Das müssen Jungs gewesen sein. Ja. Schämt euch. Das war wieder Ramazamba, du. Auf der Mist wächst der ganze Kram hier, du. Aber guck mal, wenn du ganz dicht dran gehst, die hat riesen Nägel, jetzt ohne Scheiß. Ja. Aber keine Hupen. Wahnsinn. Dicke Lippen. Ja, gut, das ist egal. Dann fällt's auf ein Lolli. Okay, dann mach mal. So, dann macht mal. Jungs, ihr fangt mal. Warte, nee, wir fangen mal wieder mit Frankie an. Frankie sagt 2,5. Nein, Quatsch. 2000. Und ihr? 130.000. 130.000. Dann gehe ich wieder in die Regie und frage. Jetzt bin ich echt gespannt. Also so kann man sich auf jeden Fall verschätzen, ne? Es sind 2,7 Millionen. Alter Falter. Aber ihr seid nicht da dran. Da waren wir fast nicht der Mannschaft. Weißt, das sind sie. Alter Schwede. Wow, damit geht Ramazamba in Führung. Mit 3 haben wir noch eine. Oh, Wahnsinn. Leo Messi. Jetzt wird es interessant. Da hast du auch. Wie viel war eben da nochmal? Also ich habe gehört, wenn der in Rente geht, spielt er noch ein Jahr beim HSV. Der hatte irgendwie ein mehr als Rob. Das war irgendwas mit H. Ich glaube, Hansa Rostock. Die sind ja fast gleich. Das ist alles gut. Ja, ja, deswegen. Wir gegen St. Pauli. Das ist das Motto. Richtig. Hansa gegen St. Pauli. Guck mal, auch nicht so viel Beiträge. Das ist Wahnsinn, ne? Aber dann davor Leonie ist ja Messi, oder? Alter Schwede. Da kippst du ja echt über. Wahnsinn. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich mal echt gespannt jetzt. Was ihr da auf dem Zettel klabüstert. Ja, alles klar? Okay. Fertig. So, das ging ja Gesicht. Schnell diesmal mit euch. Das ging ja richtig schnell. Ich habe mich auf Tom verlassen. Die Fußballfans hier, die Fußballfans. Wenn der jetzt falsch liegt, dann bin ich enttäuscht. Also ich mag ihn nicht. Er ist klein, er ist flink und saustark. Kein Polar. Bist du? Ja. Gut, das hat der Sandmann auch, aber ist egal. So die Jungs, was sagt ihr? 20 Millionen. Pass auf, jetzt kommt der Oberknaller. Jetzt kommt der Oberknaller. Pass mal auf, pass auf, ganz ehrlich. Halt mal die Kamera. 20 Millionen! Sollen wir jetzt nochmal neu tippen? Sie haben beide gesagt 20 Millionen. Klär uns mal auf, weil es ist natürlich jetzt Punkt für beide, wie auch immer, oder unentschieden oder lassen nicht Geld. Keine Ahnung. Sag du? Es sind 204 Millionen. Ja, sag mal, es war schon ziemlich wichtig. Alter, der spielt doch nur Fußball. Das war schon ziemlich wichtig. Ich bin ja nicht die ganze Zeit auf Instagram. Ne? Aber das ist peinlich, ne? Wenn du Barcelona-Fan bist, weißt du nicht mal, wie viele Leute der da hat, ey. Aber ich gucke ja dann nicht. Ich bin ja fast nie bei Instagram. Tom folgt ihr nicht. Nee. Alter, ich bin Horst Rubisch-Fan. Was soll der Scheiß? Beide kriegen Pünktchen, das heißt 4-3. Oh, Snoop Dogg. Smoke weed every day. Genau, ich glaube, darum erstmal so. Schön erstmal eine. Also, ich rauche jetzt einen. Ja, genau, ich auch. Ich kann auch erstmal einen drauf rauchen. Also, ja. Scheiße. Lauf wieder im 5000 Stellen, Millionen, weiß ich was. Snoop Doggy Dogg. Ah, Scheiße. Nee, nicht Scheiße, Snoop Dogg. Was ist Snoop Dogg? Jetzt wird's interessant, ich bin gespannt. Guck mal, allein schon die Beiträge, da habt ihr auf die Beiträge geachtet, ja. Zeig mal nochmal ganz kurz. Alles klar. Das zweite ist eine 5, ne? Ja. Also da bin ich ganz, ganz stark. Also glaube ich,
Also ich meine, ich kenne ihn zwar und ich mag auch seine Musik, weil sie ist echt chillig und so. Aber ist mal bei so Superstars schwer einzuschätzen, ne? Richtig, richtig. Aber er ist Superstar, darf man nicht vergessen. Ne? Ja, definitiv. Also wirklich. Geiler Produzent, geiler Typ. So, top. Also ich glaube, der Typ hat so viel Geld, wie ich Haare habe. Konne, machen wir jetzt noch ein Video. Das ist nicht viel, das ist nicht viel. Okay, wir zocken jetzt hier einfach. Los geht's. Wir setzen alles bei Snoop. Na, wie sieht's aus? Was sagt ihr beiden? 100 Millionen? Okay. Ramazama sagt 100 Millionen. Frankie B sagt, kann ich über? 250 Millionen. 250 Millionen. Ui. Und wir hören in die Regie mal rein. Der hat doch nicht mehr als Messi, oder? Es sind 59 Millionen. Yeah! Oha. Chaka! Wow, okay. Aber immerhin, okay, ne? Zwischen 50 und 100. Zwischen 50 und 100 habe ich gesagt. Aber gut. Oh. Ah, gut. Ja, ich habe mich an Messi gehalten. Was hast du Messi gehalten? Nein, ja, den auch. Junge, das ist ein Shaker. 6-3. Das war ein Einladung. Ja, ja, ich weiß nicht, wie. Oh. Ja, das weiß ich. Sean William. Das Sean weiß William, ich, glaube ich, ja, auch. Genau. Alter. Super Entertainer. 900. Guter DJ. Gut aussehend. Oh, das scheiß mal 900. Guter Techniker. Guter Stage Manager. Zack. Ich glaube, 9. Alter Freund, schon viele, viele Jahre. Hm? Ja. Mhm. Na, dann kennst du dich bestens aus. Das ist schwer. Schon. Also, Rob, das ist wirklich schwer, weil... Jetzt ist, ja, jetzt auch, weißt du, das ist peinlich, wie viele Jahre kennen wir uns? Alter, das ist ja, aber unglaublich. Und Instagram, und ja, nur, er ist ja nun mal eine Größe. Also ihn kennt ja fast jeder, auch in der ganzen Szene und sowas. Wie gesagt, also er hat auf jeden Fall mehr Follower als ich, das steht schon mal fest. Auf jeden Fall auf Instagram. Also über 10. Also ich sag jetzt einfach mal, 3500 hat er auf jeden Fall. Das ist eine Ansage. Also bin ich ganz sicher. Also so ein guter Mann, der verdient es auf jeden Fall, so viele Follower zu haben. 3.500. So, da bin ich mal gespannt. Unser Resultat? Ja, Ramazama, was sagt ihr mal? Es ist schwierig. Deswegen haben wir circa geschrieben. Aber ja, es ist, da es halt das Profil von Rob und privat ist, haben wir circa 932. 932. Rob, willst du nochmal gucken, wie viel du hast? Dann klären wir mal auf. Es war schön, mit euch befreundet zu sein. Das war's mit uns. Danke, Frankie. Ich fühle mich geschmeichelt, aber es sind nur 817. Oha. Yeah. Ja, siehst du. Aber irgendwann kommst du hin. Ich war der Meinung, vorhin hatte ich noch 3 mehr als Justin Bieber. Hattest du extra nochmal betont. Ich habe das ja gehört. Extra nochmal betont gehabt. Ja, beim nächsten Mal bist du dann so weit und dann ist gut. Okay, also so langsam sieht es wirklich so aus, als wenn ich sagen könnte, jetzt schon fast 7-3. Das ist natürlich, das sieht nach einem... Genau. So, und was ist jetzt, was kriege ich jetzt, was ich hier mitgemacht habe? Leider nicht viel. Dankeschön. Für diese geile Mucke. So, also nochmal an alle da draußen, an Ramazamba, an Soundkonzept, an Evendrop und natürlich auch meinen Lieblingsmoderator heute Abend hier. Schön, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön, wir sehen uns. Haut rein, ciao. Wir